Ich grüße euch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Jeremy hier, heute mit einer Reaktion über Sami Slimanis Top 10 besten Parfums für Frauen und Männer. Ich kenne den Herrn, ich habe ihn schon hier und da mal getroffen. Und ich bin gespannt, was er sagt. Einer der netten Zuschauer von mir hat mir gesagt, guck mal, was der Sami Slimani gepickt hat und reacte mal bitte da drauf. Ich mache One Take wie immer, Jungs. Das heißt, ich spule vor. Sami, sorry für dich, wenn ich dich manchmal unterbreche oder vorspule. Ich will einfach nur deine Picks wissen und dazu meine Meinung abgeben. Schau dich auf jeden Fall auf meinem Kanal um. Es gibt nämlich super viel zu entdecken, neben den Themen wie... Okay, let's go. Wir fangen mit dem allerersten Duft an, Creed Aventus. Creed Aventus, schöne Wahl. Der Duft, der die Nischenwelt geebnet hat. Was sind Nischendüfte? Düfte, die sehr teuer sind und sehr selektiv distribuiert sind. Das heißt, ihr könnt die nicht sehr häufig kriegen in vielen Parfümerien. Und des Weiteren sind sie meist sehr außergewöhnlich. Außergewöhnlich im Sinne von Packaging, Duft, Haltbarkeit, Ingredients. Irgendwas ist daran außergewöhnlich. Deswegen Nische, also abseits des Mainstreams. Schön, und Top 10. Ganz ehrlich sagen, also, wenn das schon mal der Nummer 10 Platz ist, Aventus. Was sagt der Herr? Sehr, sehr elegant, sehr, sehr reif und als könnte ich im Leben nur gewinnen. Dieser Duft. Stimme ich zu. Das reicht schon eigentlich ganz weit. Stimme ich zu. Ihr werdet den ganzen Tag riechen. Weiter geht's zum nächsten Pick. Gehen wir weiter mit einem Duft, von dem oh. Ich habe ihn schon komplett aufgenommen. Da kommt einer der Louis Vuitton-Reihe. Meiner liebsten Düfte und ich habe ihn schon komplett aufgebraucht und bin jetzt wieder kurz. Mann, wo hat er den drin? Da kommt ein Louis Vuitton-Duft jetzt. L'Homme City. So, und jetzt sage ich euch dazu was ganz, ganz Böses. Und zwar was ganz, ganz Böses. Das ist mein Favorite von der Louis Vuitton-Reihe. Jetzt sage ich euch was ganz Krasses. Ich war in New York City, hier in der Fifth Avenue, im Louis Vuitton Store. Und da gehe ich da rein und dann sage ich so, ja, ich würde gerne ein paar eurer Düfte ausprobieren. Und dann sagt mir doch tatsächlich einer der Verkaufsleute von Louis Vuitton, probier mal den, der riecht am geilsten, der riecht wie Creed Aventus. Okay, okay, Leute, weiter geht's. Aber mein Favorite der Louis Vuitton-Reihe, hier geht's um Sammys Pick. Gut, sehr zufrieden mit dir. Der Duft ist frisch, ähnlich wie der Aventus, nur mehr mit Molekülen besetzt. Man könnte sagen, wie ein bisschen Aventus, wie ein bisschen Sauvage, wie ein bisschen was Eigenes. Also ein sehr schöner Duft, der 100% eigenständig ist und in keinster Weise irgendeine Kopie von irgendeinem Duft ist. Weiter geht's zu der Nummer 8. Jetzt kommt erstmal Werbung. What's up, y'all? I just want to tell y'all about this super dope. Ich bin gerade in Amerika, deswegen kriege ich amerikanische Werbung. So, weiter geht's. Here I come. Oh, Tom Ford. Jetzt kommt Tom Ford. Ihr schafft. Das ist Tom Ford Fougère d'Argent. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Alter Schwede, was das denn für ein crazy Typ hier? Den Duft habe ich ja gerade mal zweimal erst gerochen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Für mich war der nämlich nur so relativ Standard, auch von der Haltbarkeit. Und ich war immer so jemand, ich habe mir immer die Proben geholt, als ich mir das nicht leisten konnte. Und ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich mir eine 100 Milliliter Flasche kaufen können. Und siehe da, ich habe es geschafft. Make your vision. Und ich will das Ganze bei einem Parfüm-Video belassen, aber... Also, der Duft ist für mich nichts Halbes, nichts Ganzes. Sorry, Sammy. Aber für mich ist das nichts Besonderes. Der Fougère-Duft von Tom Ford. Weiter geht's. Ich möchte direkt bitte die 100 Milliliter Flasche... So eine okay, Duft. Was haben wir als nächstes? Jetzt kommt mein nächster Duft hier. Sehr, sehr oh, 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 jetzt geht's aber richtig rund hier. Mann, der Typ hat Ahnung. Respekt, Sammy. Der Duft ist sehr gut. Das ist die 34 von Diptyque und zwar die, und zwar die starke Version. Die haben drei Versionen.
gedacht? Dachtet ihr, ich werde jetzt schlecht über den nächsten Duft sprechen? Nein, dieser Duft wurde mir tatsächlich von einer Followerin empfohlen, die bei Diptyque arbeitet. Für alle unter euch, die Diptyque nicht kennen, und ihr seht schon, dieser Duft ist schon fast leer. Spricht dafür. Ich glaube, der Duft nennt sich Rue 34, der Straße gewidmet, wo einer der ersten Diptyque-Geschäfte eröffnet hat. Kann mich aber auch irren. In jedem Fall ist das ein Duft, der mega kompliziert ist. Du hast vollgestopft mit allen möglichen Ingredients, sehr viele natürliche Inhaltsstoffe. Sehr klassisch, wird immer modern bleiben, diese DNA. Ein tolles Parfum und insbesondere diese schwarze oder super Parfum-Version vom Sami hier ist noch mal stärker als das normale, was schon sehr geil ist. Ich verlinke, ich schreibe alle Titel aller Düfte in die Videobeschreibung rein. Ich ihn trage. Sami, soweit Respekt. Kommt von Diptyque und jeder, der schon mal in einem Diptyque-Laden gewesen ist, die Parma und der nennt sich Ginepro di Sal. Okay, muss ich passen. Da muss ich dir ehrlich sagen, Sami, das finde ich nicht gut. Du hättest den Duft ein bisschen halten, ein bisschen testen müssen. Der Acqua di Parma, der muss etwas länger halten, damit du mich überzeugen kannst von diesem Duft. Kann ich nicht durchgehen lassen. Für mich so mitunter einer der Sommerdüfte aus diesem gesamten. Hält aber nicht lange. Duft. Ich sprühe ihn mal. Weiter. Zum Underdog. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber zumindest in meinem Freundeskreis. Soll ich mal gucken, was er hier empfiehlt? Diese Marke Sarco Parfum. Sarco Parfum. Ja. Also den muss ich jetzt testen. Sarco Parfum ist in erster Linie bekannt geworden durch seine Moleküldüfte. Den muss ich jetzt tatsächlich testen, den Oud Couture. Oud ist eine sehr moderne und gleichzeitig unendlich zeitlose Duftnote aus dem Mittleren Osten oder Asien. Und den muss ich erstmal testen. Da muss ich ehrlich sagen, da kann ich dir nichts zu sagen. Was sagt er dazu? Oud Couture und ist ein Duft, und das mag ich eben an den ganzen Düften von Sarco Parfum, ist, dass sie eben mit der eigenen Haut spielen. Keiner, auf dem ich diesen Duft aufgetragen habe, roch gleich. Dieser Duft, okay, gut, eignet sich ideal zu mischen mit sehr vielen anderen Düften. Ideal mit. Okay. Stop wasting time and money on old marketing. Use promo.com to create video ads in minutes. Leute, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, der Duft riecht sehr, sehr aromatisch, bodenständig, kann man das so sagen. Ich glaube, die Bodenständigkeit verbinde ich damit, dass ich den Inhaber kennengelernt habe und ich es super schade finde, weil es eine deutsche Brand ist und ich bin so da. Ja, das ist tatsächlich eine deutsche Brand. Ich glaube, die nennen sich Birkholz und ich habe die auch nur zweimal in meinem Leben gerochen. Da muss ich passen, die habe ich zu wenig gerochen, egal was er hier jetzt sagt. Ich kann dazu echt nichts sagen. Sorry. Ich kenne das Video nicht, wie ihr seht. So, hier haben wir einen Maison Margiela. Von der Aufmachung des Flakons, das ist von Maison Margiela, Replica Music Festival. Music Festival. Ja, gibt bessere. By the Fireplace ist besser. Riecht wie beim Lagerfeuer zu sitzen. So ein bisschen wie eine Nischenversion von Stronger With You von Armani. Jazz Club riecht besser und hält länger. Riecht wie eine unfassbar kreative alkoholische Parfum auf tolle Art und Weise. Nämlich hast du da Rum drin, gemischt mit Salbei. Und die würde ich erstmal empfehlen, bevor man zum Music Festival tingelt. Auch weil die Haltbarkeit dieses Duftes nicht so berauschend ist im Vergleich zu den anderen Zweien. In erster Linie dachte ich mir, er müsste nach dem Musikfestival riechen. Aber dann dachte ich mir. Okay, jetzt hat er hier einen Bond Number 9 Duft. Kommen wir zum nächsten Duft. Duft gerochen. Ja. Ich fand ihn traumhaft schön. Ist okay. Ich dachte, ist okay. Lafayette, Bond Street, Lafayette Street. Although, ich habe noch keinen Plan, aber. Der nächste Duft. Lafayette Street bin ich übrigens übermorgen in der Lafayette Street. Ich glaube 115 Lafayette Street, da ist so ein Parfümladen, bin ich morgen. Die oh geil, da hat er einen geilen entdeckt. Der Garçon Floriental. Das war ebenfalls ein Geschenk von einer Freundin, die ich stets bewundere für geil. Ihren Duft, weil die sie immer trägt. Das ist ein Unisex-Duft, riecht nach Weihrauch, nach Wildleder. Pflaume. Pflaume! Ach, schön, ey. Riecht nach Pflaume. Das ist wie so ein schöner arabischer Markt, den man besucht.
von allem. Ja, für mich riecht das ein Prinz aus dem Mittleren Osten, der Duft. Comme des Garçons, und zwar Florental, das heißt floral und oriental. Ein wundervoller, harziger Duft mit Pflaume, unfassbar kreativ. Der beste Comme des Garçons, eindeutig. Einer deiner besten Picks, Sammy. Sehr geil. Das ist gemischt in einen Duft. Geil. Geil. Anscheinend war das seine Nummer 1. Sammy, gute Wahl. Insbesondere die ersten 2 sowie dein Nummer 1 Spot fand ich wahnsinnig schön. Das war es also von mir, Jungs. Hudson River, Jungs und Mädels. Wundervoller Ausblick hier. Ab geht's nach Miami. Und ich wünsche euch alle einen schönen Tag. Wir sehen uns. Peace.